So, mach mal Platz, du Affe. Das darf man ja in dem Fall sagen. Oh, ich muss jetzt hier mal abspeichern. Ich habe jetzt schon wieder so lange ohne Speicherpunkt gespielt. So, was wartet jetzt da oben? Auf jeden Fall schon wieder. Das ist eine Falle. Oh, ist anstrengend hier. Und noch Emma, komm. Mädchen, du packst das. So, was wartet jetzt da oben auf uns? Ja, dann löst sich das Ding direkt aus. Ach, da liegt der andere Schlüssel. Na, alles klar. Ha! Na, wunderbar. Immer vorsichtig vor hier. Jetzt darf ich das alles normal machen hier. Na, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt haben wir beide Schlüssel. Für die beiden Schlüssellöcher. Sehr gut. Oh ja, nochmal das Medipack einsacken. So, jetzt noch einmal hier durch. Was ist das hier oben? Eine Aussparung. Aber hier ist jetzt auch überall diese Wandverzierung. Und 7 Predator, nicht wie raus hier. Unglaublich, was die einen hier antun. Tja. So, jetzt haben wir die beiden Schlüssel für hier. Das heißt, durch diese Tür. Ha. Ja, das passt. 2 rostige Schlüssel waren das. Ja. Einmal aufschließen. Und dann den nächsten erschießen. Achso, jetzt müssen wir hier... Ach, na klar. Ja. Das sieht man jetzt natürlich auch. Das hätte man schon vorher sehen können. Ich habe es nur wieder nicht gesehen. Die beiden Schlüssellöcher, die befinden sich auch an der Tür hier. Und nicht an der da drüben. Jetzt muss man hier beide Schlüssel finden und beide Schlösser aufschließen, damit man diese Tür öffnen kann. Alles klar, dann machen wir das mal. Zweite Schlüssel. Schlüssel hier holen. Ja, so. Und jetzt. Ja, und genau so sieht's aus. Was ist denn jetzt hier wieder? Hier geht's voll in den Berg rein. Nein. Also hier haben wir schon mal wieder voll den Schacht. Da hinten ist schon wieder Wasser. Das darf doch alles nicht wahr sein. Und das hier. Was ist das eigentlich, bitteschön? Haben sie da die Texturen verwechselt? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier ein Schalter ist. Also die Textur, die kenne ich eigentlich nur, wenn ein Schalter dahinter ist. Ne? Haben sie da einen Fehler gemacht? Das habe ich ja so hier auch noch nicht gesehen. Interessant. Ist hier rechts nochmal so ein Lichtschalter ohne Hebel. Das sollte wahrscheinlich so nicht sein, ja. Und dann, ja, jetzt rede ich hier. Und hier geht's voll in so einen Berg rein. Na gut, das scheint ja jetzt schon wieder so eher dazu zu passen, zu einem Grab. Wir stürzen jetzt hier noch richtig weit runter. Und da werden wir wahrscheinlich dann jetzt hier der Sache schon näher kommen. Aber was eigentlich hier am Rand, das sind überall Kanten. Da kannst du bestimmt auch noch rumhüppen, oder? Ja, es sieht eigentlich, nee, es sieht zu schräg aus. Aber das ist doch hier mal der richtige Punkt, um abzuspeichern. Und mal so ein kleines Zwischenresümee zu machen. Was wir so alles haben. Ja, mein Kompass, ne? Wo wir ja jetzt wissen, das ist eine Uhr. Ja. Achso, ich wollte ja mal reinschauen. Tja, oh Gott, wie viel? 32 kleine Medis. Wieso hab ich denn da so viel, ey? Und 28 große. Tja, diese 8 Uzi-Streifen, ich weiß nicht, wie lange ich die jetzt schon habe.
Aber die hat man doch schon relativ am Anfang gefunden. Da hat man jetzt danach nichts mehr dazu gefunden. Ja, die Waffe fehlt uns natürlich noch, die Uzi. Da würde ich mich natürlich auch freuen, hier meinen Waffenschrank mal weiter auszurüsten, ne? Magnum mit 460 Schuss, da haben wir jetzt am Ende nochmal Munition bekommen. Aber überhaupt, jetzt in den vier Räumen, da gab es schon sehr viel Munition. Also darüber kann man sich ja einerseits freuen, andererseits stellt sich mir die Frage, wieso man uns jetzt hier so ausstattet. Ist so nach dem Motto, nimm mal mit, Lara, du wirst es brauchen. Oh nee, das scheint wieder so eine Medaille, eine zweiseitige zu sein. Ja, 17 Schrot, das ist jetzt nicht viel. Aber ich benutze ja auch relativ häufig und auch gerne. Ja. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch unsere nie klemmende, immer entsicherte doppelte Pistole. Mehr haben wir ja nicht. Und das Gion. Ja. Ja, genau. Da werde ich jetzt mal abspeichern. Nochmal über das Grab von Tio Kahn, 44. Speicherpunkt, und das sehen wir uns gleich wieder. Ich kann mal eine kleine Spielpause machen. Ich denke mal, jetzt kann ich wieder ein, zwei Folgen rauspumpen durch meine enge Leitung. Ja, es ist so besonders schnelles Internet habe ich jetzt auch wieder nicht. Es geht eigentlich, aber kann schon ab und zu mal dauern, da manchmal will YouTube das auch nicht so richtig, wie ich das will. Aber das geht mir nicht nur bei der Tube so. Ja, genug geredet, Schuld abspeichern. Alles klar, also wir sehen uns. Ja, ungefähr jetzt. Ja, grüß dich. Lange nicht gesehen. Aber da vorne das Geschehen. Ach ja. Dieser Schacht. Ach ja, und hier dieser Lichtschalter an der Seite. Ja. Nee, also der Schacht erinnert mich auch so ein bisschen an Folly, ne, wo ich dich habe vorgeschickt. Da habe ich mich jetzt gefragt, ob ich das jetzt nochmal mache. Aber ich habe dir ja versprochen, wir weichen nicht mehr von der Seite, deswegen machen wir das jetzt mal zusammen. Und ich versuche jetzt mal, den richtigen Moment abzupassen, um nach links zu dem Geheimnis zu springen. Ja. Jetzt! Ja, das ist es! Ach ja, da ist noch mal ein Schalter an der Decke. Was haben denn die hier gemacht? Da oben eine Textur falsch gesetzt und hier auch noch mal. Also, das gibt's ja nicht. Aber was ist jetzt hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, jetzt musst du hier die Platten hüpfen, um da drüben an die Magnum zu kommen, oder was? Das alles für die Magnum? Ja, natürlich. Die Kante unten drunter, die ist zu hoch. Du musst es über die Platten machen. Das speichere ich hier nochmal ab. Klar, F5. Nochmal drüber speichern. Hier sieht man gerade im Hintergrund, da habe ich mir die Aufnahme selbst abgebrochen. Da musste ich nochmal neu laden. Deswegen ist es jetzt hier so eine andere Szene. 45 ist der Speicherpunkt, genau, so, das wollte ich machen. So. Und jetzt, also das sieht mir ja schon wieder so aus, als wäre das hier so ein Kettensprung. Also quasi einmal nach vorne, links, vorwärts, vorwärts, rechts. Vorne, links, zweimal vor. Das krieg ich doch nie hin. Vor, links, vor. Ach ja, natürlich. Hier kann man sich festhalten. Nee. So war das nicht. Und wenn man sich jetzt hier hinstellt, an die Kante komme ich nicht hoch. Nee, das passt nicht. Das muss ich neu laden. Aber das sah jetzt auch so aus, als müsste ich ein ganzes Stück weiter vorspringen. Weil ich war dann da auf der zweiten Platte schon viel zu weit hinten. Also nochmal, ich habe jetzt bei meinem Video auch gesehen, dass ich irgendwie beim Sprung nach links von der ersten Platte schräg abgesprungen bin. Und dadurch bin ich auf der ersten Platte, von der ich nach vorne springen muss, zu weit nach hinten geraten. Und deswegen hat das nicht gepasst.
jetzt probiere ich das nochmal. Also nochmal geradeaus richten und dann nochmal vor, links. Ach, jetzt bin ich schon wieder so schräg. Ja, und hier dasselbe jetzt nochmal. Und da konnte ich dann irgendwie nicht springen. Spring, Mädchen! Nee, ich krieg's nicht hin. Also zu dem Geheimnis mal an sich. Ich habe euch ja gesagt, dass ich auch bei euch immer vorbeischaue. Und da war ich gerade so fasziniert. Ach ja, hier kannst du wieder dann hoch. Na klar. Dass ich ein bisschen zu weit geschaut habe. Also man hat mir da nicht gezeigt, wie es geht. Nur, dass hier eins sein soll. Da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, ne? Ist doch ganz klar. Aber das hat jetzt schon wieder nicht hingehauen. F6. Und ich bin eben schon wieder so schräg abgesprungen. Obwohl ich gerade nach vorne bin. Jetzt gehe ich mal ganz nach links. Wo wird das hier? Vielleicht auch so ein bisschen rechts so stellen, damit man ein bisschen nach vorne kommt. Nein, ich krieg das nicht hin. Das darf doch nicht sein. Ich will oben rein. Also da muss ich wohl noch, ja, Gesundheit, ein bisschen trainieren. Mensch. Ich will die Magnum-Munition haben. Ach, Manu. Nochmal laden. Ja, ich habe jetzt ein bisschen trainiert. Ich habe das jetzt 6 Mal versucht, bis ich es hinbekommen habe. Und da hat sich mir auch dann erklärt, warum ich dann so schräg auf die zweite Platte gesprungen bin. Ich hatte natürlich schon, weil ich nach links springen wollte, die Pfeiltaste links schon gehalten. Und dadurch bin ich vorher im Flug schon nach links abgedriftet und dann zu weit hinten gelandet. Man muss also auch wirklich erst dann drücken, wenn man auf der Platte angekommen ist. Also ich hoffe, das haut jetzt hin. Also, einmal innehalten. Ja, ja, das ist es. Ach Mensch, und hier liegt noch Uzi-Munition. Da habe ich gerade noch gesagt, wir haben schon lange 8 Schuss. Na Mensch, her damit, wie viel hab ich denn da jetzt? Ja, dann sind es jetzt 10. Also ist das wie bei der Schrot. Sammelt nur mal 2 pro. Aha. Tja, und dann müsst ihr ja jetzt... Oh, 510 Magnum. Ja, da hat man gerade beim Laden die Szene gesehen, dass ich es dann irgendwann mal gepackt habe. Also das ist ja schon mal hier eine Aufgabe, um das erste Geheimnis hier zu erwischen. Ach nee, Quatsch. Das zweite Geheimnis war das jetzt schon, ne? So, jetzt müssen wir hier uns nochmal aus der Fratze spülen lassen. Ach ja, jetzt kommt hier das Krokodil. Ja, guten Tag. Ich nehme mal hier den Block. Oh, jetzt habe ich sie wieder weggesteckt. Ach, jetzt dachte ich schon, ich wollte gar nicht rein, ich bin wieder mal abgerutscht. Da dachte ich noch jetzt, toll, jetzt lebt das noch, aber das war gerade noch so. So. Also, bis hier in die Höhle habe ich dann euch mal verfolgt. Jetzt weiß ich wieder überhaupt nicht, was los ist. Ach, hier geht's rum. Ach, na toll, das sieht ja hier schon wieder nach Hochklettern aus. Was muss ich denn jetzt machen? Ich rüste auf jeden Fall erstmal um.